Ach ja, hier haben wir ja Dance, ne? Groß. Welche haben wir rausholen? Die haben drei. Ich habe noch Eier mitholen, aber das ist mir egal. Ah, na, ist alles. Einfach fürs Gameplay so. Ich meine, sonst wäre ja auch irgendwie lame. Ja. Frage nur eingefallen, wer das Video geschaut hast. Ich dachte jetzt, weil du vielleicht auch gewusst hast, dass er irgendwie in Köln war oder so. Ich weiß nicht, ich finde so generell. Finde ich es immer ein bisschen so over the top. Ich glaube, das ist so wieder so der Grund, warum ich auch so die ganzen Meinungsinfluencer einfach sehr große Antipathie habe. Ne, weil jetzt. Ne, das, oh boy. Zeitlang waren es. Ja. Wir haben eine dicke Roadblock. Eine fette Krabbe. Wie in so einem Cartoon. Oh Gott, die anderen kleinen Krabben. Die hätte ich jetzt verstanden. Ja. Weiß nicht. Jetzt aktuell ist es Annie the Duck, so, wo alle jetzt versuchen, ihr Content rauszuschlachten. Egal, wo wir starten, ne? Ja. Wie es am Ende wieder einer in irgendwelchen Depressionen, whatever, niedergeht und alle so da sitzen und sagen, oh, das hat jetzt aber keiner kommen sehen. Finde ich halt immer so ein bisschen. Was ein Plot-Twist! Ja. Shiny. Das ist Mizuno. Bin gleich da. Das. Bin greedy. Okay, nehme ich. Oh, gelb-blau? Was ist gelb-blau? Das. Gelb-blau könnte Ivory Legacy sein. Ein Moment. Oh, nee, dann. Achso! Oh, ja, ja, gut, jetzt habe ich neu. Jetzt habe ich wieder ein Zinogo. Okay. Warte, lass mich gerade schauen. Ich will nur noch mal sicher gehen, ob das. Gelb-blau hast du gesagt, ne? Wo ist der? Mit Wellen. Ich glaube, kommt aber, glaube ich, hin. Ja, ich. Ja, Ivory Legacy, das war das. Irony? Ivory. Ivory? Aber nicht der normale? Nein. Ein Ivory hat es schon. Aber den normalen habe ich ja auch. Ja. Echt, der Ivory hat aber auch gelb-blau? Okay. Ja, das hat ein mehr blau als gelb. Eine normale Legiequiz. Wo ist der? Der hat blau-rot. Ah, okay. Das ist Uragan. Boah, das wäre jetzt echt gut. Boah, was ist das hier? Das ist, glaube ich, das kann ich. Das ist Green Nagakuga. Okay, dann suche ich einfach mal weiter. Das ist Astalos, das erkenne ich, das ist das coolste Ei der Welt. Das ist Astalos, genau. Das ist, glaube ich, Purple Ludorf, ne? Das ist Mizutsune. Und wieder ein Zinogo. Aber die Eier sind. Oh oh! Kirby! Governess! Ich komme! Ja, das ist gut, von dem brauche ich ein paar Materialien. Ich habe jetzt meinen Glavenus. Wo ist der? Da ist er. Ah, der beträgt mich, okay. Boah, ich kann mir gut vorstellen, dass der powerful erstmal ist. Oder, ja. Wobei, vielleicht eher, wenn er wütend ist. Wobei, wütend wird er wahrscheinlich nicht. Mal gucken. Ich hau erstmal drauf. Scheiß auf YOLO. Aber du bist auch mit Speed, sehe ich. Jo. Man kann einfach mit einem draufhauen, lol. Na gut, wenn er dich eh wieder angreifen möchte. Er will wieder mich, okay. Oh, was genau ist. Ja, komm, hier, dann machen wir. Nein, das war ein bisschen abbrechen. So, 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 so.
das Attacke? Wovon Nein. hast du deine Rüstung eigentlich abhängig gemacht? Von der Fähigkeit oder vom wovon? Von der Fähigkeit, genau. Meinst du, es lohnt sich dann so Fähigkeiten mal sich anzuschauen? Weil ich habe mir noch nie so auf die Fähigkeiten geachtet. Später ja. Ich merke schon, jetzt habe ich einen falschen Move gemacht. Das ist ein Stück zu weit. Egal. Was haben wir denn? Jetzt sind wir schneller. Nur auf. Ne, machen wir nicht. Wieder. Ein Stück zu weit. Egal. Jetzt wechseln wir. Der ist auf dich, okay. Achso, der ist jetzt wahrscheinlich schnell oder sowas, ne? Ich kann auch abbrechen, lol. Ganz aber ich hätte jetzt fast gedrückt. Aber das ist richtig. Paralyse. Oha. Jetzt helfe ich zum ersten Mal deinem Monster. Wuhu. Ist das einfach zufällig? Wobei, gut, weiß ich ja nicht. Wir haben ja damals beide Nagakugel gehabt. Ich weiß nicht, ob das zufällig ist, aber... Naja. Okay, wenn du das machst... dann machen wir das so. Let's go! Ich habe echt gedacht, dass es vielleicht was, dass so ein Main Postgame Monster gewesen ist. Nö. Bin ich voll überrascht. Sehr gut. Dann kann ich vielleicht mein Großschwert später wieder vielleicht doch verbessern. Vielleicht noch Monster erholt? Nein. Ach, wäre eigentlich egal. Vielleicht ist es sogar wieder ein Glevenis, dann kriege ich noch mehr Materialien. Yay. So, das waren jetzt ja, drei, ne? Ach, der ist hier direkt. Na komm her. Das ist okay. Der will wieder mich, okay. Ja, dann hau ich das mal ganz normal drauf. Wow. Angriff war ich ja ganz gut. Ich tausche mal kurz. Welche Fähigkeit fandest du denn auf der Rüstung so krass bei dir? Dass du dir die Post... Kinship. Kinship Up. Ah. Ja gut, ich finde Kinship Up ist echt... Ist die Kinship-Fähigkeit immer so ultra stark, dass man deswegen darauf baut? Ich habe manchmal das Gefühl, so viel Schaden kommt da gar nicht so rein.
Also reiten tue ich eigentlich so gut wie nie. Echt? Ja gut, weil ich finde irgendwie so krass sind die Fähigkeiten gar nicht. Also stark wirkt das oft gar nicht so. Weiß ich nicht, könnte man lieber mit so einem Doppelkonter angreifen, oft. Meiner Meinung nach. Jetzt geht das jetzt auf. Dann war der, achso. Aber ich mach's trotzdem gerne, weil es lustig aussieht. Ist er da ein Phasenwechsel? Will er mich? Nein. Ich mach das hier. Auf den Schwanz. Das, das, da drauf. Und ich mach auch nochmal da drauf. Wofür benutzt du dann immer diese Kinship-Dingens? Einfach für die Fähigkeiten? Genau. Ja, ich glaube auch, dass das einfach mehr so ein Casual-Effekt ist, so diese Überfähigkeit zu nutzen, weil das einfach ein Safe-Hit ist, ohne Gegenwehr. Ich muss da so ein bisschen an Mario Tennis denken. Da gibt's ja auch diese, du hast ja ganz viel, du hast ja Tennis gar nicht gespielt, ne? Ja, aber ich weiß, worum es ungefähr geht. Ja, wo du da diese Energie auflädst. Und dann kannst du ja auch so einen Übermove machen, aber das machen eigentlich nur so im Casual-Bereich. Normalerweise machst du da immer dieses Slow-Mo-Dingens, habe ich gelernt, so. Ja, weil ich davon ausgehe, der ist zwar gut, aber auch leicht zu kontern. Ja, genau, und dann ist halt, ne, verbraucht halt viel Energie und meistens für nichts. Und deswegen gehe ich mal von aus, hier ist es genauso. Man verbraucht hier seinen ganzen Kinship-Gedöns. Nix. Also das Einzige, wofür man das Reiten verwenden kann, ist einen Angriff zu überleben, weil wenn du reitest, kannst du nicht besiegt werden. Dein Monster fällt höchstens auf 1 KP runter, mehr nicht. Ja, ich habe jetzt auch Heilung oder Angriff abwehren. Hier kann ich ja voll reinbuttern, ne? Boah. Ja, hier kannst du richtig. Boah, jetzt habe ich schon wieder einen Zinnogre. Ja, viel Spaß. Ich suche weiter, ich will hier nicht mit 5... Was haben wir hier? Oh, das behalt. Das mache ich auch, das neue, das habe ich noch nie gesehen. Das ist meins. Ich weiß auch genau, was es ist. Ist das ein der Gigante? Müsstest du wissen oder soll ich dich überraschen lassen? Ich schau gleich. Ich will gleich.